Fuck! Ja. Nein. Babusch. Was auch cool wäre, wenn man vielleicht so einen Beruf auswählen könnte, den man macht. Hm. Zum Beispiel Mechaniker, kannst du Autos mitknacken. Medic kannst du jederzeit heilen oder sowas, weißt du? Hm. Marksman hast vielleicht irgendwie Spawns mit dem Ghillie. Hm. Sodass alles ausgeglichen wäre. Oder ganz oben steht in der Richtung ein Heli. Da könnte natürlich auch eine Base sein. Aber können wir mal abchecken. Ach, da oben. Gar nicht gesehen. Oh, hinter uns ist eine. Oh nein. Ich glaube, das ist dieser eine Typ. Ah, fuck. Shit. Oder der will Freunde. Der will ein Freund sein. Der hatte, glaube ich, der sah aus wie eine Sniper, eine Schallgedämpfte. Ja. Ah, scheiße. Können wir jetzt halt auch schlecht beim Heli stehen bleiben, aber ich denke eh da oben ist eine Base, aber. Ja, wir gucken es immer mal kurz. Was ich hier noch sagen wollte zu Daisy Vanilla, da gibt es neue Items. Du kannst jetzt deine M4, es gibt Items, um die M4 zu färben in Camouflagefarbe und um der einen Silencer anzulegen. Hm. Ich würde es ja mal gern kurz gucken. Sieht er da. Pass drauf. Warte mal ganz kurz. Weg gelockt. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Weg hier. Aber jo, oh, der ist jetzt abgestiegen. Scheiße. Oh, schnell durch den Wald, schnell durch den Wald. Ja. Wir splitten uns einfach und treffen uns am Airfield. Jo. An der Südbeidacke treffen wir uns. Hm. Am besten. Oh, scheiße, wir sind wieder nebeneinander. Wir fahren da vorne durch den Wald und splitten uns da einfach. Wir hoffen, dass er sofort irgendwo ja, hinfährt. Ja, brauchen wir uns auch nicht mehr splitten. Theoretisch. Also. Doch, doch, komm, wir fahren einfach quer durch den Wald da vorne, das passt schon. Vielleicht versucht er uns beide zu verfolgen und dann schafft er nur einen. Aber das ist schon mega asozial. Oh, nein, 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 ich bin ihn angehalten. Okay, oh, er ist wieder hinter uns. Er kommt damit ab, oh Gott. Okay, weiter. Okay, warte, dann fahre ich ein bisschen weiter links lang und mal gucken, wen der von uns beiden verfolgt. Okay. Nein, der verfolgt mich. Ach Gott, ich kann nicht durch Wälder fahren. Shit. Vielleicht kannst du in der Zeit eine Waffe suchen. Ja. Versuchen einfach dann auf Abstand zu halten. Ja, ja. Dann geh du schon mal in die Südbeidacke, dann fahre ich erstmal außen entlang. Hm. Und wenn du sagst, du hast eine Waffe gefunden, dann fahre ich einfach durch den Haupteingang und komm zu dir. Also Südbaracke wäre dann welche? Weil unten, also die auf unserer Seite. Wenn du jetzt aufs Airfield kommst, links müsste die sein. Okay. Ah ja, klar, Süden. Ja. Okay, das ist immer hinter mir, das ist gut. Ja, ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Oh nein, hier steht ein Nissan. Ja, lass, der wird abgeschlossen sein. Ich glaube, die kann man nur kaufen. Okay, der ist immer. Oh, der fährt zum Nissan, der fährt zum Nissan. Jawohl. Okay. Meine Chance. Ja, er ist zum Nissan gefahren. Ich hab ihn abgehängt. Der könnte aber zur Südbeidacke kommen. Sag bitte, dass du da schnell eine Waffe findest. Okay, ich bin. Ich fahr gerade quer bis Airfield. Oh Gott, hier ist was Neues gebaut. Oh Gott, das ganze Airfield ist neu gebaut worden. Ja. Ah, da, da bist du. Du bist vor mir beim Südding. Okay, ich fahre. Dann lass nach Norden fahren. Ich fahre jetzt nach oben. Weil der ist hinter mir. Der ist ordentlich weit hinter uns. Okay, ich bin direkt hinter dir, ne? Ja. Haben wir gut wieder zueinander gefunden. Ich schau mal gerade nach hinten. Aber der sieht nicht mehr so aus, dass er uns verfolgt. War wahrscheinlich gerade die schwerste Entscheidung seines Lebens. Nissan oder andere Spieler? Nissan oder andere Spieler? Der war eigentlich schon so fast 20 Meter hinter mir. Mhm.
Aber vielleicht wollte der friendly spielen, man weiß es nicht. Ja, vielleicht ist er nur deswegen abgeschnitten. Ja, aber mit so einer fetten Waffe auf dem Rücken, da denkt man das nicht. Aber er hat halt auch nicht geschossen. Ich kann mir schon vorstellen, der hatte so ein oder zweimal die Chance. Oder Osprey. So, ich steig mal hier ab. Hey, ich möchte dich mitnehmen, Feutert. Aber finde ich auch cool gemacht, dass das Airfield. Oh mein Gott, siehst du das mitten auf dem Airfield? Was? Oh mein Gott, siehst du das mitten auf dem Airfield? Oh nein, die Osprey landet hier. Shit, 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 shit. Oder? Ja, die landet ernsthaft hier. Wir müssen schnell Waffen finden. Falscher Eingang. Ich nehme die dritte. Okay. Okay, immerhin eine Shotgun. Okay, ja, hier liegt auch ein bisschen was, aber nichts wirklich Tolles. Komm schon, was will ich denn damit? Auch noch ohne Munition. Scheiße, jetzt kommen auch noch Zombies. Ah. Fuck. Ich komme hier nicht raus. Hier ist eine Munitionskiste. Ich schnapp mir jetzt erstmal behilfsmäßig einen Revolver. Okay, damit ich die Zombies hier loswerde. Ich hab eine Mini-Uzi. Ja, die Ospreys sind hinten gelandet. Scheiße, okay. Oh, schon, okay. Ah, oh Gott, hier sind hier noch mehr Zombies. Fuck. Fuck. Ich nehm doch mal Remington. Okay, okay. Welche bist du? Ich bin in der letzten. Okay, dann gehe ich vorletzte. Eine Briefcase mit 20 Silber. Okay, eine Shotgun. Ja, besser als nichts. So, hier ist, habe ich gerade ein Nachtsichtgerät gesehen. Das können wir bestimmt verkaufen. Jo. Ich laufe nochmal in die einzelne Beutacke, die hier ist. Mhm. Die Osprey ist da immer noch. Okay. Ach, da ist eine Safe Zone, wo die gelandet sind, okay. So, ja. Ne, Uzi, komm. Ach, eine Safe Zone? Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Wir sollten uns aber auch bald ausloggen. Ach ja, ist das Server Reset, ne? Ja. Da ist einer abgesprungen. Zwei Leute abgesprungen. Drei Leute abgesprungen. Ich seh's. Jetzt bin ich oben ohne die Sniper-Mist. Kacke. Wie lange haben wir noch bis Server Restart? Wie lange? 3 Minuten. Okay. Komm auch nochmal hoch. Der Helikopter landet da. Ja, ich sehe es. Kannst du runterkommen? Dann holen wir uns den Helikopterpiloten sofort. Ja. Ich versuche so schnell wie möglich, aber das dauert ein bisschen. Dann brauchen wir uns gar nicht auszuloggen. Oh, die machen hier aber eine schnelle Notlandung. Das war so knapp jetzt. Warte, ich bin gerade letzte Treppe außerhalb. Ja, ich bin schon im Industriegebiet. Der Helikopter ist, glaube ich, mitten auf dem Airfield gelandet. Mhm. Zwischen Baidacken und, ja, Baidacken. Wir müssen halt aufpassen, die Typen sind da ja auch noch, ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall schaffen, den zu töten, den Piloten, und dem den Schlüssel abzunehmen. Okay, ich bin jetzt, unten, ich komme zum Industriegebiet. Die zwei Typen sind da jetzt halt auch noch, ne? Jo, drei sind das sogar. Okay, ich bin im Industriegebiet. Wo bist du? Ich bin vor dem Helikopter. Mhm. Im Wald. Helikopter ist gelockt, ich weiß nicht, wo der ist. Dann warten wir nach dem Server Restart, dann kommt der nochmal an und versucht einzusteigen und so. Genau. Gut, hört sich dann Plan an. Ich guck nochmal hier schnell die Bäume durch. Ich versuche mich so zu positionieren, dass ich den vielleicht sogar rausschießen kann. Mhm, sehr gut. Ich komme jetzt auch in deinen Wald.
Ja, der scheint sich eigentlich instant Altene 4 ausgelockt zu haben. Oder vielleicht in so einer Beidacke. Oder er sitzt. Ah ne, ist ja gelockt. Okay, ich bin jetzt auch ziemlich nah. Okay, dann können wir uns hier eigentlich ausloggen. Oder wir gucken. Ja. Nee, ist Reset in einer Minute. Hier lohnt sich nichts mehr. Okay. Würde ich sagen, ausloggen. Oh, das könnte jetzt ein Megakampf werden. Oh ja, das könnte spannend werden. Der hat die wahrscheinlich rausgeworfen. Das machen die wahrscheinlich nach jedem Server-Restart. Um zu looten. Weil die können jetzt dahin laufen, die looten und dann starten die und fliegen weiter. Ich habe mich so ungefähr 90 Grad vom Helikopter positioniert. Dass ich also eigentlich einen Piloten rausschießen könnte. Wenn die Waffe da durchkommt, durch die Scheibe. Okay, ich bin halt in diesem Wald da, ne? Jo, ja, ich bin da auch. Und ich bin noch ein bisschen weiter hochgelaufen, damit ich genau in den Helikopter reingucken kann. Ne? Ja gut, du hast auch eine gute Range. Ich schätze mal, der Helikopterpilot hat sich auch entweder bei uns im Wald oder in der ersten Beidacke auf dem Airfield, also von den neuen, ausgelockt. Oder im Helikopter, wenn er so blöd war. Ja, aber der war abgeschlossen. Es ging halt so schnell irgendwie. Der war abgeschlossen. Ach so, stimmt. Vielleicht hat er neben dem Helikopter sich ausgelockt, aber wäre, glaube ich, etwas zu gefährlich. Ah, wer weiß. Ich weiß, ich könnte ja schnell nah ranlaufen. Ich habe ja die Saiga. Weiß nicht, wie die schießt. Nee, weil da sind noch die anderen drei Leute. Mach das lieber sicher. Wir campen die aus. Saiga schießt ziemlich genau. Macht auch, glaube ich, 4000 Damage. Ich mach Spawn. Entfernung oder was? Ja, die macht immer 4000. Könnte sogar 8000 sein. Also, ich muss nicht nah ran jetzt unbedingt. Nee. Zombies sind gespawnt. Ja, ich bin gleich drin. Okay, ich bin drin. Ich liege. So, ich habe einen Heli im Blick. In der ersten Beidacke ist der. Okay. Sollen wir schießen? Also, wenn du kannst, ja. Ja, da kommt er. Ich hab verfehlt. Ich seh ihn. Er wird vermutlich einsteigen. Ja, jo. Ist drin. Hat einen Headshot kassiert. Ist nice, tot. Nice. Renn. Okay, wir machen unsere Taktik, ja? Ich weiß nicht welche, aber ja. Einfach, du steigst ein. Ja. Und du holst den Schlüssel. Okay, warte, dann bleib du da. Ich geh dann wieder in den Wald. Dann kannst du erstmal wegfliegen. Oder was? Genau. Flieg du erstmal weg. Okay, sehr gute Idee. Leiche liegt da, hat alles. Einfach. Oh Gott, scheiß Merlin, ich muss auf die andere Seite, um einzusteigen als Pilot, warte. Kacke, ich blute, wenn ich habe keine Bandage, aber das passt. Okay, ich fliege. Jo. Ich habe zum Glück nur eine Bandage. Das war mal ein erfolgreicher Hijack. Okay, hol dir den Schlüssel, wir brauchen diesen Schlüssel. Sind noch ein paar zu viele Zombies. Ich warte auf seine Kollegen und werde den dann holen. Das ist zu gefährlich. Also, scheiße, ich hätte den Schlüssel gleich mitnehmen sollen. Nee, das wäre zu gefährlich gewesen, weil die Kollegen... Ich war ja schon an der Leiche, hat ja schon reingeguckt, nur waren da auf einmal so viele Zombies, dass ich aus Panik dann doch gelassen habe, weil du meintest, Vector. Ach, scheiße. Ich meine, wir können den auch schnell verkaufen, ne? Notfalls. Nee, wir holen uns den Schlüssel, der liegt hier noch. Machen wir es einfach so, wenn du draufgehen solltest dabei, dann verkaufen wir den einfach schnell. Jo. Wobei, können wir gar nicht. Oder doch, es gibt einen Helikopter-Trailer, stimmt. Ich muss aber sagen, ich sehe seine Kollegen nicht. Soll ich für dich auskunden? Ja, könntest du mal. Jetzt sehe ich es ja zufällig. Ich glaube nicht, dass der Merlin so einfach ist, genau, aus dem Himmel zu holen. Kannst du zur Not ein bisschen weiter höher fliegen? Und sobald die schießen, kann ich das Feuer erwidern. Ich
Ja, die Leiche ist frei. Da ist jetzt. Ich sehe niemanden in der Nähe. Ich würde es mal versuchen, ehrlich gesagt. Ich müsste den einen Zombie eben mit meiner Sniper abschießen. Kannst du den Helikopter da in der Nähe landen, so dass ich looten kann, aber mit der Spitze zum. Zum Trader, also nach Norden ungefähr? Ja. Weil dann würden die Zombies mich nicht angreifen. Doch, ich sehe den, okay. ich sehe die anderen. Okay, wo? Die sind im Air Control Tower, im standardmäßigen. Nee. Ja, ja, genau. Die sind ganz weit weg noch, Wir können die Leiche looten, Okay. Du musst ganz schnell hier hin dann landen. Okay, ich wundere, dass die nicht auf mich schießen. Die sind noch ganz weit weg. Die sind bei der südlichen Baracke, kann man sagen. Genau, also auf der anderen Seite des Airfields. Ach so, okay. Einfach hier so landen, dass du nach Norden guckst. Ich schieße mir den Zombie ab und loote dann. So, alle Zombies sind tot. Okay, loote. Nehmen alles mit. Beweg dich ein bisschen, damit ich nicht abgeknallt werde. Das kann ich schon die Leichter hier. Boah, sogar Briefcase haben die. Da ist auch ganz viel drin im Heli, das gucken wir uns gleich an. Auch Building Materials, beeil dich. Ich will hier nicht rausgeschossen werden. Wir haben gerade alles, was wir brauchen. Ich hab den Key. Und das Lagerbeck nehme ich auch nochmal mit. Ja, aber sonst. Wir haben noch ganz viel im Heli. Dreh dich. Okay, flieg los. Ja. Wir wurden beschossen. Ja. Flieg einfach nach Norden, einfach nur weg. Ja, ja, ich hab ja, den ja. Key. Okay. Guck mal in den Heli rein. Wir haben eine M14E OTech. What the hell? Briefcase, Alter, guck mal wie viele. Silberbar, Goldbar. Wir sind reich, Alter. Okay, wir haben ganz viele Briefcases. Wir haben 800 Gold. Was? Nee, warte, wir haben 6x 80 Gold. Ja, wir haben 6x 80 Gold. Einmal 30 Gold, wir haben richtig viel. Und ich habe noch, eine volle Briefcase und wir haben 3x 10, also wir haben nochmal 300 Gold da. Ja. Junge, und ich habe nochmal in meiner Tasche richtig viel Gold. Das war der Bluthund. Siehst du es? Ja. Gott, richtig gut. Oh, wir verlieren Sprit, also wir haben wenig. Ja, wirklich sehr sau wenig Sprit nur noch. Okay, Wir könnten zum Shop, zum Trader fliegen da. Ja. Ist hier einer in der Nähe? Nee, Alter, der verliert ganz schön schnell Sprit. Dann wurden wir angeschossen. Ja. Muss wahrscheinlich gleich notlanden. Ja, ich muss notlanden. Okay. Das schwindet wirklich rasend schnell. Fuck. Kein Problem. Na, vielleicht doch. Also es geht so schnell gerade weg. Ich hab ein Script mit. Okay, wir stürzen ab. Nehmen Briefcase raus. Hab ich. Okay, eject. Fuck! Egal. Wir haben die ganzen Briefcase mitgenommen. Ja. Nein. Pabusch. Shit. Aber kein Problem, wir haben locker 1000 Gold. Wie viel haben wir? 800 ungefähr. 800, also 10 gleich mal. Und wir haben das Beweismaterial zerstört. Können nicht mehr so einfach nachverfolgen. Ich hätte noch den Schlüssel wieder einpacken sollen. Okay, kurz in die Tanne. Was ist deine Hammeraktion? Ja, Schlüssel gedroppt. Also warte, komm mal mit. Wir gehen erstmal. Ja. Wir gehen hier in die Tanne. Die sind sicherer. Oh, nice. Fast Gänsehaut bekommen. So, Briefcase. Also ich habe 10, 18, also es, warte mal, 8. Warte, tut das ganze Gold einfach bei mir rein, dann kann ich das eben zusammenzählen. Ich habe noch eine M24 Desert mit. Das kann ich hier haben? Obwohl, nee, ich habe die Seiger, die geht ja nicht. Kannst du haben, aber ich habe keine Munition leider. Ich habe, die DMR Max hatte ich im anderen drin. Egal. Okay, dann zählen wir zusammen. Also 6x80 auf jeden Fall.
480 plus 400 sind 880, 940, 970 Gold haben wir. Ah, das nenne ich erfolgreich. Das war mal ein High-Check, oder? Das war, glaube ich, das Beste, was man hätte machen können. Ja. Wir hätten noch den so richtig dreckig nur in die Fresse schreiben müssen. Hijack, Bitch. Aber der hat echt gelassen reagiert, so. Ja, das stimmt. Die hatten wahrscheinlich noch mehr. Ich glaube, für Leute, die jeden Tag spielen, für die ist das nix. Aber, ey, Alter. 1000 Gold ist schon was. Ganz Aktion. Yo Leute, danke erstmal fürs zu Ende schauen. Wie hat euch das Ganze mit der Musikunterlegung gefallen? Schreibt das doch bitte in die Kommentare, ob ich öfter sowas machen soll oder nicht. Danke an Captain Skuma, dass er mitgespielt hat. Danke an Bluthund für den Helikopter. Nebenbei echt geil reagiert. Also Bluthund, ihr müsst euch vorstellen, der hat danach wirklich gar nicht geflamed, sondern der hat ganz gelassen gesagt, ey, viel Spaß mit dem Helikopter. Also war mega geil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Besucht auch Captain Skumas Kanal, Link ist unten in der Beschreibung. Auch natürlich Shinzo Beats, der mir die Beats gemacht hat, unten auch in der Beschreibung. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten DayZ-Folgen und unten die allerletzte. Haut rein, nächstes Mal kommt wieder DayZ Vanilla. Ciao!